Ja, in einer Woche startet die Drupa. Wir sind natürlich in freudiger Erwartung auf diese Olympiade der Druckindustrie. Welche Innovationen werden wir zeigen? Nun, natürlich stehen im Vordergrund immer die Maschinen. GGF, das ganz große Format bis 7B, 120 mal 162 Zentimeter, werden wir präsentieren, werden wir live vorführen und wir hoffen auf viele Interessenten. Mindestens so wichtig wird sein, die erste Präsentation der XL105 mit Wendung, die in der Branche schon lange diskutiert und erwartet wird. Peak Performance jetzt auch bei den langen Wendemaschinen. Wird sicherlich einiges an Beachtung finden. Kommt mit simultanem Plattenwechsel zusammen mit der XL75, der gleichen Technologie im Halbformat. Und last but not least, sicherlich einer der Höhepunkte, auch wenn es nicht ganz neu ist zur Drupa, nochmal das Thema Anicolor. Wir werden eine 10-Farben- und eine 5-Farben mit Lack präsentieren, mit dieser, wie wir jetzt im Praxiseinsatz feststellen, wirklich revolutionären Farbwerkstechnologie für extreme Makulaturreduzierung. Alle Maschinen werden irgendwelche Fortschritte zeigen, höher, schneller, weiter oder auch High-Tech, High-Performance, High-Value. Es muss sich ja für unsere Kunden am Ende des Tages rechnen, in diese Technologie zu investieren. Wir wollen mit dem Begriff High-Value wirklich beweisen und erklären, wie der Return on Invest dieser Produkte ist. Alles eingebunden und vernetzt unter dem Titel Prinect, integrierte Druckproduktion der Zukunft. Die hungrigen Druckmaschinen, die hungrigen Weiterverarbeitungsmaschinen müssen auch mit einem Workflow, der zeitgemäß ist und der alle Ebenen integriert, gefüllt werden. Das geht von der Finanzseite, Management-Informationssystem, über die Fabrikplanung bis hin zur Voreinstellung der Maschinen. Ich glaube, da darf ich anknüpfen. Die wichtigen Themen bei uns sind in Richtung Kunden natürlich das Thema, wie kann ich meine Produktion weiter optimieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass Stillstandszeiten, Makulaturanfall, Qualitätsprobleme aller Art vermieden werden? Wichtig sind aber auch Themen wie das Thema Umwelt. Unsere Kunden werden von den Print-Buyern in zunehmendem Maß hinterfragt, ob sie in Richtung klimaneutrales Drucken, in Richtung sinnvoller Umgang mit der Ressource Energie auch professionell umgehen. Und das sind Themen, wo wir unsere Kunden unterstützen wollen, wo wir im Dialog mit unseren Kunden sind und wo wir an der einen oder anderen Stelle auch Hilfestellung geben möchten. Welche Innovationen und Trends die Drupa 2008 setzen wird? Nun, es werden Themen besetzt werden wie der Digitaldruck. Digitaldruck versus Offsetdruck. Die Abgrenzung wird diskutiert werden auf der Drupa. Und ein weiteres zentrales Thema wird sein Workflow. Wir bei Heidelberg sagen schon Integration. Über Workflow wird jeder reden, über Integration hoffentlich nur wir. Ansonsten möchte ich nicht spekulieren und wir sollten die nächsten Tage abwarten, was noch an interessanten neuen Themen kommt. Wie entwickeln sich die unterschiedlichen Absatzmärkte nach Regionen? Lassen Sie mich ein bisschen ausholen. Ich glaube, man kann generalisierend sagen, dass die reifen Industrieländer mit einem bereits sehr hohen Pro-Kopf-Papierverbrauch, 200 bis 400 € pro Kopf, in der Zukunft moderat wachsen werden. Moderat heißt mit Bruttosozialprodukt oder leicht darunter. In den sogenannten Emerging Countries, das sind ja große Volkswirtschaften mit 2, 3 Milliarden Menschen, sehen wir heute einen Papierverbrauch von 10 bis 20 € pro Kopf. Dort ist noch erhebliches Wachstumspotenzial in der Zukunft. Und wir können sicher davon ausgehen, dass Print stärker als das Bruttosozialprodukt in diesen Ländern wächst. Zweiten Aspekt, den ich gerne beisteuern möchte, ist, wir werden unterschiedliche Entwicklungen sehen, je nach Segment. Verpackung, stark getrieben durch Globalisierung, wächst schneller als die Werbung und Akzidenz, die relativ zyklisch bleiben wird. In Summe Wachstum überlagert durch die Zyklizität unseres Geschäftes. Und wenn wir die Zyklizität betrachten, dann kommen natürlich Entwicklungen jetzt näher, wie wir sie derzeit in den USA sehen. Abschwächung des Marktes, auch durch die Subprime-Krise. In Europa sind wir wahrscheinlich am Gipfel des Aufwärtstrends des derzeitigen Zyklus angekommen. Und die Situation in Asien ist noch ein bisschen unklar, sieht derzeit aber durchaus positiv aus. Das Thema klimaneutrales Drucken oder der bewusstere Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen in der Druckbranche wird immer wichtiger.
Zentraler Dreh- und Angelpunkt eines bewussten Umgangs ist natürlich der Papierverbrauch. Eine Tonne Papier entspricht etwa einer Tonne CO2-Emissionen, was sich dadurch relativiert, dass ein Großteil des Papiers heutzutage bereits recycelt wird. Und das ist mal eine Grundvoraussetzung. Der zweiter wichtiger Aspekt, wahrscheinlich der größte Einzelstellhebel, den ein Drucker beeinflussen kann, ist der Makulaturanfall. Durch intelligente Farbsteuerungssysteme, durch perfekte Voreinstellung und einen guten Workflow lässt sich der Makulatureinsatz sicherlich in den nächsten Jahren halbieren. Gehen wir auf radikal neue Technologien wie Anicolor, vielleicht sogar auf 10% der heute üblichen Werte zurückschrauben. Neben dem Papier ist das Thema Energieverbrauch und der Verbrauch von Alkohol, beziehungsweise eher die Emission von Alkohol, ein wichtiges Thema. Im Energieverbrauch gibt es eine ganze Reihe technischer Lösungen. Ich nenne jetzt nur mal einen, die optimale Steuerung der Trocknung für geringeren Energieverbrauch im Trockner. Wir nennen das Drying Monitor, der hilft, den Energieeinsatz zu reduzieren. Und wenn wir über Alkohol sprechen, alkoholfreies Drucken ist heute möglich und wird von Heidelberg auf der Messe auch gezeigt werden. Um unsere eigenen Bemühungen zu zeigen, aber auch Kunden zu zeigen, dass es möglich ist, mit überschaubarem Aufwand etwas für die Umwelt zu tun, haben wir auf der Drupa unsere gesamten Anlagen auch durch den Forest Stewardship Council, FSC, auditieren lassen. Und wir haben dort das Siegel eines nachhaltigen Wirtschafts auch auf der Messe bekommen. Ja, unsere Bemühungen, unser Verbrauchsmaterialgeschäft auszubauen, sind ja schon mehrfach kommentiert worden. Welche Verbesserung kann der Kunde erwarten? Nun, zunächst mal, denke ich, gibt es bei Verbrauchsmaterialien zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist die Logistik, einfache Bestellung, pünktliche Lieferung. Ich muss keinen großen Aufwand betreiben, um zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Verbrauchsmittel vor Ort zu haben. Und das zweite ist, die Verbrauchsmittel müssen funktionieren. Ich muss mich darauf verlassen, konsistente Qualität zu bekommen, rund um die Uhr. Und ich muss mich auch darauf verlassen, und ich denke, da können wir einen besonderen Mehrwert liefern, dass diese Verbrauchsmaterialien im Zusammenspiel mit meinem Equipment auch das gewünschte Ergebnis bieten. Wie sehe ich die Entwicklung des Digitaldrucks und wird er den Offsetdruck einholen? In Sachen Qualität für übliche Drucksachen hat er das getan. Und der Digitaldruck ist heute marktfähig. Ich glaube, da brauchen wir nicht darum herumreden. Hat er den Offsetdruck in Sachen Kosten pro Bogen eingeholt oder wird er ihn einholen? Nein, ich denke nicht. Es wird also auch in Zukunft die Frage bleiben, welche Auflage wird digital gedruckt, welche Auflage werde ich im Offsetdruck fahren. Da sind gängige Zahlen zu finden von 100 Bogen als Schwellwert von digital zum Offset-Umstieg bis hin zu 2000 Bogen. Die Wahrheit wird sich auch in Zukunft in diesem Feld abspielen. Denn Digitaldruck entwickelt sich weiter, wird kostengünstiger und Offset entwickelt sich weiter, rüstet schneller. Denken Sie nur an Anicolor. Ich glaube, dieser Bereich, in dem die Entscheidung pro Digital oder pro Offset fällt, wird für die nächsten Jahrzehnte relativ stabil bleiben. Persönlich auf der Drupa würde ich gerne sehr viele Kunden sehen.